Roulette-System transversale Geheimtechnik live in Action Roulette Selk Genzi Selzank Genzi Autor D Selzank Genzi Video. Werte Gamper, nachdem das Roulette-System transversale Geheimtechnik von Thomas Westerbach so viel Werbung gemacht wird, haben wir uns entschlossen, das System mal live in Action zu testen. Dazu eine Besonderheit. Ich filme das alles ab und Sie können es später auf dem Video live nachverfolgen. Heute ist Freitag, der 14. Mai 2010 um 10.25 Uhr. Wie Sie auf der Querleitung hören, bin ich am Telefon live auch mit dem Systementwickler Thomas Westerburg im siegerländischen Freudenberg verbunden. Dies deshalb, weil ich die Regeln nicht studiert habe und keine Lust habe, immer nachzurechnen, was zu setzen ist. Wir haben uns deshalb abgesprochen, ich sage Herrn Westerburg über die Telefonleitung, welches Plan gefallen ist, und er sagt mir, welche Transversale ich nach seinem System jetzt setzen muss. Ich bin natürlich von dem System angemessen überzeugt und spiele deshalb mit hohen Einsätzen, und zwar mit 100 Dollarstücken. Es ist ja für jeden Coup immer nur ein Stück a 100 Dollar zu setzen, und wenn mir das zu bunt wird, höre ich auf. Wir wollen 9 Coups durchspielen, ich riskiere also maximal 900 Dollar Einsatz. Noch eine Besonderheit, Herr Westerburg weiß nicht, in welches Casino ich mich eingeloggt habe. Herr Westerburg, bestätigen Sie das am besten nochmal laut durchs Telefon, damit die Zuschauer das hören können. Ich sage ihm nur, welche Pleien gefallen sind und er errechnet, was ich setzen muss. Ich bin bereits in dieses Casino eingeloggt und noch etwas anderes. Auf dem Video sehen Sie oben an dem drehenden Kessel dieses Casinos zwei markante Schnittstellen. Auch wenn Sie sich in dieses Casino einloggen, bekommen Sie es so. Das hängt damit zusammen, dass wir mit gestern Casino vor einem britischen Gericht einen Rechtsstreit ausfechten mussten wegen dem Casino-Gucker. Einige von Ihnen haben offenbar mit unserem Kesselgucker dieses Casino kräftig abkassiert und das Casino hat zwar den Rechtsstreit verloren, der Kesselgucker darf weiter verwendet werden. Aber man hat Maßnahmen ergriffen und diese Clips dort eingearbeitet, weil dadurch der Kesselgucker im Einlesen total irritiert wird. Eigentlich Unsinn, wenn Sie den Kesselgucker auf die rechte oder linke ihm der untere Seite des Kessel gucken lassen, macht der seine Arbeit genauso wie vor. Aber das nur nebenbei. So, nun fangen wir mal an, Herr Westerburg hat bereits die Wollhamfu-Zahlen durchbekommen und die Casino-Frau will drehen. Herr Westerburg, was soll ich jetzt setzen? 100 Dollar Stück habe ich bereits auf der Maus. Sie hören es, Herr Westerburg sagt, ich soll die Transversale 31 bis 33 nehmen. Okay, drauf damit. Jetzt fällt die Kugel und fällt, welch ein Wunder, in die 31. Sprache. 11 Stücke mit dem Gewinn. 1100 Dollar Gewinn innerhalb 2 Minuten. Also ein Lob an Herrn Westerburg. Vielleicht war er ja auch nur Hellseher oder hat es geraten. So, Herr Westerburg, nächster Kuh, was soll ich mit 100 Dollar setzen? Sie hören es, er sagt auf die letzte Transversale, dass M plus ist 34 bis 36 sein. Also drauf damit. Die Kugel rollt und es fällt die 34, wie Sie sehen. Hurra, schon wieder 1100 Dollar gewonnen. Also Westerburg, mein Respekt. Nächster Kuh steht an, Westerburg. Schnell, Quatsch, nicht so lange, was soll ich setzen? Die 16 bis 18 sagt er und drauf damit. Mann, oh Mann, es kommt die 17, schon wieder gewonnen, wieder 1100 Dollar netto gewonnen. Jetzt wird die Croupier unruhig und will schon wieder drehen, Westerburg ruft. Die 13 bis 15 und ich lege die 100 Dollar drauf. Die 15 fällt, bravo Westerburg, weitere 1100 verdient. Ja okay, Westerburg sagt, das ist genau nach System gelaufen und es stimmt,
mit diesen ominösen Anflügen unter schwellenden plus 1 und minus 1 getrennt wissen. Das stimmt und kommt offenbar hin. Angefangen hat es mit 13 bis 33 und dann 34 bis 36, also plus 1. Und dann die TVS 16 bis 18 und 13 bis 15, also minus 1. Da hat Westerburg wirklich was erfunden, was auch hinkommt. So, nun will die Kronopier wieder werfen. Westerburg, was soll ich setzen? 22 bis 24 sagt er, jetzt angeblich auf Schwelle plus 2 nach der Berechnung. Vorher war ja TVS 16 bis 18 und 13 bis 15 gleich minus 1 und minus 1 gleich plus 1. Somit nach Westerburg TVS 22 bis 24. Ich lege die 100 Dollar drauf und schon fällt die Kugel, die 24 fällt. Wahnsinn, Westerburg. Hoffentlich ist hier alles mit rechten Dingen zu. 5.100 Dollar gleich 5.500 Dollar innerhalb von 4 Minuten genommen. Westerburg, was soll ich jetzt setzen? Er sagt TVS 7 bis 9, okay, 1.200 Dollar drauf damit. Die Kugel fällt in Klein 8, schon wieder ein Treffer und 1.100 Dollar gewonnen. Ganz schnell Westerburg. Die Kronopier will mich ausdrehen, was soll ich machen? Er sagt auf letzte TVS, ich setze 34 bis 36 und riskierend die 36. Oder Westerburg. Es geht weiter, die Kronopier dreht ohne Pause. Welches TVS? Ich soll die 16 bis 18 nehmen, also drauf damit. Es fällt die 18. WI3 Stierbock. Du bist ein... So, Westerburg. Die Kronopier dreht schon wieder. Worauf mit dem 100 ETR? Auf 4 bis 6 soll ich liegen. Okay, die Kugel fällt. Oh nein, ein Fehler. Es kommt die 20. Ich höre jetzt auf. So, normal Bilanz. 9 Stücke gesetzt. Ah, 100 Dollar und 8 mal 1.100 Dollar gewonnen. Macht netto 8.700 Dollar. Na, hoffentlich zahlen die mir das aus. Mit dem Casino habe ich nicht die besten Erfahrungen gemacht. Ein schöner Gewinn. In 10 Minuten 8.700 Dollar netto. Das war's dann.